Im Londoner Strafprozess gegen den früheren deutschen Tennisstar Boris Becker wird schon heute eventuell ein Urteil erwartet. Gestern ging jedenfalls der letzte Verhandlungstag zu Ende und jetzt entscheidet eine Jury aus Geschworenen. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Becker seinem Insolvenzverwalter vorsätzlich Wertgegenstände wie Immobilien, Konten und Trophäen vorenthalten hat. Becker weist das zurück. Sein Verteidiger argumentiert, der 54-Jährige sei in Geldangelegenheiten naiv und daher unschuldig. Dem Ex-Tennisstar drohen bis zu 7 Jahre Haft. Und darüber möchte ich sprechen. Aus London zugeschaltet, Arndt Striegler. Arndt, ja, für die Staatsanwältin ist der Fall ja klar, Boris Becker ist schuldig. Aber wie lange kann es denn jetzt eigentlich dauern, bis die Geschworenen dann tatsächlich zu einem Urteil und zu einem Strafmaß kommen? Nun, die Geschworenen tagen seit gestern Nachmittag 15.34 Uhr Ortszeit und es gibt kein Zeitlimit. Es dauert so lange, wie es dauert. Das heißt, die Geschworenen müssen befinden, ob Boris Becker sich in mindestens einem der 24 Anklagepunkte für schuldig befunden hat. Erfahrungsgemäß geht so etwas relativ schnell. Wenn ich sage relativ, es könnte durchaus sein, dass wir heute schon eine Entscheidung der Jury haben. Und dann wird es so weitergehen, dass die Richterin Deborah Taylor das Strafmaß später festlegen wird. Eins kann man mit Sicherheit sagen, Boris Becker wirkt übernervös vor dieser Juryentscheidung, was nicht wundert, denn für ihn dürfte es heute das härteste Match seines Lebens sein. In der Tat. Und am Ende könnte sogar eine Gefängnisstrafe stehen. Insgesamt gab es ja 24 Anklagepunkte gegen Boris Becker. Welche wogen denn da im Prozess am allerschwersten? Nun, ich habe den Prozess von Anfang an mitverfolgt natürlich. Und das Interessante dabei ist, die Anklage sagt, er hat Vermögenswerte nicht korrekt angegeben in seinem Insolvenzverfahren. Das ist auch unstrittig. Sein Verteidiger sagt, dem sei tatsächlich so. Die große Frage, um die es heute bei den 12 Geschworenen gehen wird, ist das vorsätzlich passiert oder nicht? Boris Beckers Seite sagt, als er 1985 den ersten Wimbledon-Titel gewann, sei er naiv gewesen, viel zu jung gewesen und er habe das alles nicht so ernst genommen. Die Staatsanwältin, die übrigens als Staatsanwältin Miss Knallhart hier gilt, die sagt, das sei vorsätzlich gewesen. Und sollten die Geschworenen der Staatsanwältin folgen, dann könnte es tatsächlich sehr eng werden für Boris Becker heute. Und Arndt, du beobachtest natürlich den Prozess bis zum Ende heute oder wann immer das Urteil fällt. Ganz herzlichen Dank für den Moment, für die Einschätzung nach London.